Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, jetzt haben wir quasi einen Tag nach dem nach der Blutmondnacht. Und wir fliegen gleich mal zum nächsten Händler. Warte, warte, warte. Bevor ich das mache, vergesse ich wieder die Hälfte. Ich brauche doch noch die Kohlen. Habe ich schon bei mir. Sehr gut. So, lass mal tanken. Da geht was rein. So, das kann alles rein. Den Kaffee gönne ich uns mal. Ja gut, das Geld kann ich ja erstmal alles mitnehmen, ne? Bei mir lassen. Gut, dann setz mal auf. So, wie war das jetzt nochmal? Gerade. Wieder reinkommen in dieses Fliegen. Da hinten müssen wir hin. Fliegen mal ein bisschen in die Richtung. Vielleicht decken wir ja dadurch auch ein bisschen die Karte auf. Müsste aber klappen. So. Ah ja, stimmt. Da oben war ja noch eine kleine Station, gell? Jetzt sieht man es mal ein bisschen bei schönerem Wetter. Beim letzten Mal sind wir bei Nebel hingeflogen. Ah ja. Deckt er das auf? Ja, deckt er, deckt er, deckt er. Mehr oder minder. Wird aufgedeckt. So. Dann schaue ich, was der alles hat, der Händler. Und dann möchte ich nochmal eine Mission probieren. Ich werde nicht gleich den Tower machen, weil das wäre Quatsch. Ja, ich bin von der Niederlage noch nicht ganz erholt. Irgendwas Leichtes, irgendwas Seichtes. Mal gucken, ob er was hat. Ah, da kommen wir doch gut runter. Eine butterweiche Landung. Das war doch mal geil. Ja, voll. Ja, über sowas kann man sich auch mal freuen. So, wo steht er denn? Da hinten steht er. So. And you are. So, mal ganz kurz gucken. Vielleicht hat er das nachgespawnt. Oder konnte man hier überhaupt. Ja.
Sehr gut. Hier konnte man anscheinend noch ein bisschen einsammeln. Darf ich dein Inventar sehen? Sodele. Dann haben wir Bücher erstmal. Was heißt der? Technisch, was hast du da? Geschossspitzen? Ja, ansonsten scheint es eigentlich ganz Kunststoffsehnenmod. Was kann die denn? Mit dieser Modifikation fliegen Pfeile und Bolzen weiter. Gönnen wir uns. Gucken wir mal, ob wir das reinkriegen. Man muss auch mal gönnen können. Ich würde auch noch mal zusätzlich einen Generator mitnehmen. Nee, sonst hat er nichts mehr Interessantes. Nee. Obwohl die Druckplatten und die Elektropfosten. Komm, die drei nehmen wir noch mit. Zack. Die. Klingenfalle. Was hatte er an Rohstoffe nochmal? Ich weiß, weil es vielleicht ein bisschen teuer. Aber wir nehmen das Eisen einfach mal mit. Gut. Hammer dies. Ach, Einzelaufgaben. Ja, gucke. Ja, das machen wir doch. Beseitige Zombies westlich. Radio Outpost. Da waren wir doch, glaube ich, auch schon. Ich weiß es bloß nicht mehr. So, schaut schon besser aus. Dann einmal hier. So. Doch, warte mal, der hat jetzt was gemacht, gell? Geschossgeschwindigkeit und dann Fernkampfschaden 127. Jawohl. Schleichschaden 200. Damit kannst du was anfangen. So, jetzt wird es natürlich ein bisschen schwieriger, irgendwo hinzukommen. Aber bei so einer Radiostation waren wir schon mal. Das war beim Schneegebiet. So.
Ja, das ist hier gleich. Da kommt schon der erste Geier. Ich diese Biester hasse, ne? Fuck, nicht nachgeladen. Mit der Thematik hier gar nichts zu tun. Da ist ein Bär. Der ist nicht so schön. Und da steht noch ein Bär. Irgendwie ist ja alles so zeitversetzt, kann das sein? Die beiden habe ich gar nicht gesehen. Weiß ich nicht gerade, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Mystery. Nun gut, dann gehen wir zurück. Geben die Mission ab. Du.
bisschen was einsammeln. So, jetzt aber. Wo ist unser Gefährt? Das ist da drüben. Jetzt hoffe ich, dass ich gut wegkomme. Ja, mit dem Flieger muss man sich nochmal arrangieren, ein bisschen reinkommen. Neifuchs in die Thematik. Na komm, fahr mal rum. Also das ist ein bisschen hakelig, das Ganze. Ja, aber dennoch eine sehr entspannte Runde gerade. Das gefällt mir. Also ja, man kann hier auch ein bisschen nochmal was zusätzlich looten. Da wird doch was nachgespawnt ist. Man muss nur genau gucken. So. Ja, voll gut. Richtig gut. So. Hey, buddy. I hope you didn't let the dead bother you here. So, wir haben deine Mission gemacht, Digga. I don't care what folks say about you in the wasteland. You're almost okay in my book. Ich nehme die Reparaturkits. So, Inventar anzeigen lassen. So, kann weg. Kann weg, kann weg. Kann weg, kann weg. Oh, $20. Gut, nehmen wir mit. So. Ja, den Rest behalte ich mal. Sehr schön. Dann würde ich noch eine Mission machen. Eine Abholmission. Beseitige Zombies auf 600 Meter. Nehmen wir die hier nordwestlich.
Schauen wir uns die Mission an. Ja. Aber dennoch würde ich sagen, diese welche machen wir dann in der nächsten Folge. So. Genau, so machen wir's. Na, gehst du da drauf? So, jetzt hat. Genau. Perfekt, wunderbar. Alles klar? Dann bedanke ich mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid bei 7 Days to Die. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut.